Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Freunde, wir machen mal hier die Tagesroutine und schauen mal, wie es denn den Nachbarn geht an diesem schönen sonnigen Wetter. Ah, die Luft riecht richtig frisch. Berlin, seid ihr gut drauf oder was? Verpiss dich, du Hurensohn. Okay. Heute kommt bei uns auf jeden Fall wieder ein Special Guest vorbei, und zwar der liebe Nathan. Er will mit uns hier ein paar Pranks drehen und sowas. Und er denkt, er kann uns pranken. Nicht mit uns. Freunde, wir haben uns überlegt, bei der ersten Minute, wo er reinkommt, werden wir ihn versuchen, die ganze Zeit hops zu nehmen. Ich bin sehr gespannt, ob das Ganze aufgeht. Wir haben uns nämlich noch nicht so einen hundertprozentigen Plan gemacht. Aber ich denke, es werden spontan noch gute Sachen passieren. Denn wie sagt man so schön? Spontanität muss gut geplant sein. Wir gehen mal runter und gucken, was hier so abgeht. Fitti der Bree ist wieder bei seinen Eltern. Das heißt, Sprung auf sein Bett auf jeden Fall. Mal gucken, was Alper der Bree hier macht. Okay, sorry, Digga, der filmt sich gleich zweimal. Entspannt, Freunde. Okay, Freunde, Nathan hat uns gerade geschrieben, der ist in ein paar Minuten da. Digga, bist du ready, ihn komplett hops zu nehmen? Absolut. Wir fangen erstmal klein an, Freunde, ihr wisst doch. Absolut. Diese Tröte habe ich mitgenommen von zu Hause. Ich werde mich jetzt hier gleich hinter die Eingangstüre platzieren. Das heißt, wenn er jetzt gleich reinkommt, wird er erstmal Alpai begrüßen. Und ich werde ihm direkt, wenn er hier steht, eine Tröte ins Gesicht fetzen. Okay, Freunde, er hat geklingelt. Das heißt, ich stehe jetzt hier. Und okay, warte. Was geht, Digga? Gut? Alles gut? Du bist der allergrößte F***er. Junge, sie fangen schon an, bevor ich überhaupt ankomme. Ey, ihr wisst ja nicht, was ich dabei habe alles. Ey, mein ganzes Auto ist voll mit Prank-Artikel. Mein ganzes Auto besteht aus Dingen, mit denen ich euch fertig mache. Ihr checkt gar nicht. Junge. Gute Begrüßung, wenn du was sagst. Ja, beste Begrüßung. Ey, ihr wisst gar nicht, was ich alles dabei habe. Okay, Ansage, Freunde, Ansage. Einen wunderschönen guten Morgen. Bruder! Willkommen bei Prank Wars. Ich werde euch die nächsten Tage... Bruder, ein Ei! Bro, das ging zu weit. Bro, Titte, oh nein! Oh nee, verpiss dich! Leute, schau mich mal an! Junge! Du bist so... Wie du aussiehst! Ich sterbe! Junge, das hat so gut funktioniert! Freunde, heute Morgen wurde ich hochgenommen und jetzt nehmen wir Alper hoch. Junge, Alper, glaubt, er macht mir hier das Leben schwer? Nicht, ich hab Sachen organisiert, ihr wisst noch gar nicht. Schaut euch den Feuerlöscher an! Ich hab extra einen Feuerlöscher. Let's go! Okay, Freunde, die Cam ist aufgestellt. Let's go. Bruder, du siehst heute ultra heiß aus, Bro. Du bist so hot, Digga. Du bist viel zu heiß, wir müssen ihn löschen. Digga, was macht ihr denn mit mir? Digga, meine Mutter ist noch am Telefon. Bro, was ist das? Bruder, jetzt ist Matrix. Kamera an, Digga. Yeah. Freunde, kleiner Zeitsprung. Es ist ein Tag vergangen. Und zwar muss ich ein bisschen leise sein. Denn Nathan und sein Kollege schlafen noch. Denn wir nehmen ihn jetzt richtig hops. Wir haben einfach eine Blaskapelle bestellt und werden ihn jetzt aufwecken. Ey, ich bin so gespannt, wie seine Reaktion ist. Let's go. Was ist das? Also, wir sagen dann 3, 2, 1, dann legt ihr los und dann macht ihr dabei Licht an. Es geht los, Freunde. Es geht los. Junge, seid leid. Offiziell hochgenommen. Jungs, wie wandelt ihr es? Sehr stark, sehr stark. Alter, weißt du, wie ich einen Herzinfarkt bekommen habe? Dieser Moment, als es losging, ich bin gestorben, Alter. Er kommt gar nicht raus, Alter. Seid doch nicht so unnötig, wie fandet ihr es? Ey, sehr toll, das war toll. Freunde, was ja auch noch täglich passiert, ist, dass einfach random immer ultra viele Leute zu uns kommen. Schaut euch das mal an. Selina ist da. Was ist hier los, Mann? Nathan ist da. Und jetzt passiert irgendwas. Nein, ich will nur sagen, dass so viele Leute da sind. Hier wird gechillt, hier werden Bilder gemacht. Nein. Fitti, was macht Fitti? Genau das. Fitti ist am Arbeiten. Genau das Gleiche.
Und hier haben wir auch noch zwei Leute. Oh, Bruder, entspannt, Digga. Richtig geleckt, Digga. Freunde, der nächste Prank. Der Kameramann von Nathan, Yoshi, hat uns gerade eine mega Idee gesagt. Nathan wollte eigentlich euch mit Knallerbsen unterm Klodeckel pranken, aber ich finde, ihr solltet das bei ihm machen. Oh, let's go! Okay, Freunde, wir starten jetzt. Wir legen die hier schön hin, verteilt. Und dann legen die mal hier zur Fliesenfestung. Ich habe Angst, dass es gegen mein Gesicht knallt. Hey, ich denke, das ist ready. Let's go! Es wird wortwörtlich jetzt eine Bombe im Klo explodieren. Bin gespannt auf seine Reaktion. Alter, seid ihr... Oh, Junge, es reicht, Alter. Alter, meine Ohren, ich höre gar nichts. Alter, war das laut. Leck mich am Arsch. Hey, Freunde, das war auf jeden Fall zu witzig. Es kommen immer diese Zeitsprünge, aber das liegt daran, weil wir ja nicht jeden Prank direkt hintereinander machen können. Jetzt ist auf jeden Fall der nächste Mittag und Nathan ist gerade am Arbeiten, in irgendeinem Call, in irgendeinem Meeting, wir wissen es nicht genau. Aber wir werden jetzt rausgehen und sein komplettes Auto voll mit solchen Stickern machen. Ich glaube, dass das auch echt sehr, sehr witzig sein könnte. Ich würde sagen, let's go. Freunde, falls ihr euch fragt, wie sieht's eigentlich bei euch so in der Küche aus, dies, das? Wie kommt ihr so zurecht mit Aufräumen, Putzen, Wäsche waschen, Küche waschen? Komm richtig gut zurecht. Ja, wir haben einen richtigen Plan und Levin ist gerade dran. Ich bin gerade dran. Gut, dass dieser Mülleimer rausgebrochen ist. Das essen wir noch, Freunde. Hier haben wir auf jeden Fall die Post. Schwarfuchs, ja, wir haben hier den Schwarfuchs. Okay, Freunde, wir starten jetzt mit dem Prank. Ich habe mich an der Stelle auch nochmal umgezogen. And if you don't like it, please go away. Also, Freunde, hier ist das Auto von Nathan, seht ihr das? Hier sind die Post-its. Bist du ready, iPod? Bist du ready? Ich bin absolut ready. Ich höre nicht, dass du ready bist. Ich bin ready. Er ist ready. Wir haben einfach viel zu wenige gekauft. Schaut euch das mal an, wir haben jetzt einfach 400 Stück oder so. Also ihr müsst schon sagen, bei mir sieht es schon sehr clean aus, oder? Wow, clean, Mann. Hier bei den Jungs natürlich auch. Aber was ist das Problem, mein allerbester Jüngster, bester Jüngster? It's been a long day without you, my friend. Wir haben zu wenige Post-its und der Wind. Aber man muss sagen, bis jetzt sieht es doch schon ganz sexy aus, oder? Oh, shit. Freunde, wir sind jetzt fertig. Schaut euch mal an, wie sexy das aussieht. Oh, shit. Und wir holen jetzt Nathan und schauen, wie seine Reaktion ist. Jo, Nathan? Ja, Mann. Wolltest du heute nicht mit dem Auto wegfahren? Ja. Weil draußen steht ein Taxi. Warum? Oh, Jungs, jetzt lässt du dein Auto hier? Sag mir, was Taxi draußen steht. Oh, what the fuck? Oh, Junge, ihr habt mein ganzes Auto vollgeklebt. Junge, wie lange habt ihr dafür gebraucht, Alter? Alles ist voll. Junge, ihr habt alles voll gemacht. Könnt ihr mein Auto in Ruhe lassen? Ihr könnt das halt wieder wegmachen. Also, das überlegen wir uns noch mal. Also, ich bin weg, Freunde. Geht in mein Auto rein, oh nein. Ey, Martin, hast du dein Auto getuned? Oha! Tschüss, wie die abfallen! Ja, Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Like dieses Video, wenn es euch gefallen hat, und kommentiert Fischbrötchen. Ja, Mann, lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Nathan, du hast das Schlusswort. Genau.